Hallo, ihr Quirlinge! Lara steht immer noch unter dem dichten Dschungeldach von Kurak Yaku am Basislager, da in der Nähe vom Ausgang aus diesem langen Parcours hier oben. Das hat ja ein paar Episoden gedauert und ich bin jetzt hier mit dem Gebiet relativ gut durch. Was fehlt denn noch? Ich habe alle Basislager entdeckt. Ich habe das eine Grab gemacht. Jawohl, Herausforderungsgrab abgeschlossen. Ich habe den Missionsgeber, die Nebenmission mit den Banditen gemacht. Mir fehlen noch zwei von drei Herausforderungen. Eine ist noch in der Mache, das ist Namdeus. Da muss ich noch so ein Totem abschießen. Was die dritte ist, weiß ich nicht. Da habe ich irgendwo was nicht angekrabbelt, abgeschossen oder aufgesammelt. Mir fehlen noch zwei Schätze. Die kenne ich aber beide. Einer ist da, der andere ist da. Da fehlt der Dietrich. Ich habe noch eine Krypta nicht erkundet. Das ist die hier unten. Da komme ich aber nicht rein wegen Schrotflinte, die ich nicht habe. Ich habe alle Relikte. Ich habe ein Dokument noch nicht gefunden. Das ist aber auch hier. Das kenne ich. Da fehlt es auch an der Schrotflinte zum Weg freimachen. Ich habe sämtliche Wandgemälde. Ich habe drei Überlebensverstecke noch nicht gefunden. Das ist das Übliche. Ich nehme an, dass hier unter Wasser, wo die Piranhas sind, dass da noch mindestens ein Überlebensversteck ist. Und der Rest, naja gut, die zu finden ist halt nicht ganz so einfach. Das kann ich zur Not mal recherchieren dann irgendwann. Und was fehlt noch? Es fehlt noch ein Monolith. Das ist der hier in der Mitte. Da kann ich aber den Dialekt noch nicht gut genug. Jo. Das heißt, ich würde ganz gern einmal noch diese Herausforderung mit Namdeus machen. Was die dritte Herausforderung ist, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich habe irgendwas nicht angekrabbelt, irgendwas nicht abgeschossen, irgendwas nicht aufgesammelt. Aber was? Auch das werde ich im Zweifelsfall recherchieren müssen. Denn ich glaube nicht, dass die nächste Herausforderung dann hier in der Krypta drin ist und ausschließlich in der Krypta. Kann natürlich sein. Auch da könnte es übrigens noch ein Überlebensversteck drin geben. Die wird ja auch ein bisschen hier ums Eck gehen. Na gut. Also es riecht alles schwer danach, dass ich hier gleich den Schauplatz wechsle, wenn ich jetzt hier nicht noch auf eine Klein-Klein-Suche mich begeben will. Aber habe ich gerade nicht so wirklich viel Bock drauf. Ich will nur mal kurz schauen, ob ich vielleicht die Namdeus-Herausforderung noch machen kann. Hier hing ja ab und zu mal noch so ein Ding. Lara. Hier hing so ein Ding. Wo kann denn das letzte hängen? Hier irgendwo oben hing eins. Aber ich glaube, die ich abgeschossen habe, die bleiben dann auch abgeschossen. Die kommen nicht wieder. Das heißt, ich habe irgendwo noch so ein Ding übersehen. Das kann tendenziell da hinten gewesen sein, in Richtung des Herausforderungsgrabs. Da am Eingangsbereich, da hängen so einige. So einige dieser komischen Scheuchen. Aber ich will da jetzt ehrlich gesagt auch nicht wieder reinhüpfen. Nee, ich glaube, ich mache dann mal irgendwann ein, zwei Episoden, wo ich die ganzen aufgebliebenen, offen gebliebenen, noch nicht gefundenen Sachen mir anschaue. Ach, da war auch noch was richtig. Da brauchte ich ein Seilsteigeisen. Seilaufstiegswerkzeug, genau. Hinter dem Ding ist bestimmt auch noch mal irgendein Überlebensversteck, weil es macht ja gar keinen Sinn, wenn da nichts dahinter ist. So, hängt hier noch irgendeiner, so ein verschimmelter? Zum Abschießen? Ich werde da jetzt nicht rumtröpfen. Nö. Ja, muss ich dann wohl suchen. Irgendwann mal. Ich glaube, ich mache jetzt mal weiter. Was ist das hier? War das Pilze? Ja, das waren Pilze. Also diese Pilzüberreste, die sehen immer aus wie Schweinchen. Die sehen immer aus wie Goldnuggets. Pfeile, bastel mal was. Achso, ich habe auch den Tipp erhalten, dass ich mal gucken kann, ob ich nicht meine Rüstung auch noch ein bisschen ausbauen kann, um ein bisschen Platz im Inventar zu schaffen für Rohstoffe. Oh, seht ihr das? Hier. Schweinehunde. Elendige. Haha. Herausforderung, der Herausforderung gewachsen. Ah, schön, schön, schön. Das war aber jetzt echt Zufall, dass ich die noch gesehen habe. Im dichten Wetterdach. Ein Grund mehr jetzt nochmal zum
nächsten Lagerfeuer zu gehen. Zu gucken, ob ich jetzt irgendwelche Punkte noch habe, die ich verteilen kann. Und natürlich auch zu schauen, ob ich die Rüstungen irgendwie aufpimpen kann. Und ich glaube, hier irgendwo in der Richtung ist das nächste Versteck. Genau. Ach, nicht Versteck. Basislager. Bei Sticks war das Geheimverstecke. Oder solche Hideouts, genau. Da konnte man am Skill rumfummeln. Sticks ist ein schönes Schleichspiel übrigens. Wer das nicht kennt, kann auf meinem Kanal mal gucken. Gibt es zwei Teile von und zwei Let's Plays von mir. Das ist sehr amüsant. So. Ich habe jetzt zwei Fähigkeitenpunkte. Ich habe gesagt, ich will als nächstes das hier machen. Also bleibt es dabei, dass ich hier nichts tue. Aber was sagt denn das Inventar? Das sind Waffen. Das sind Outfits. Outfits sind nur Outfits. Das sind die, ist die Grundkleidung, die Lara trägt, meiner Ansicht nach. Das hat quasi überhaupt keine Auswirkungen. Das hier ist die klassische. Und so ein paar ganz wilde hier dazwischen. Das ist mir relativ wurscht. Und hier, da, das ist diese Kaiserin Jaguar Weste. Da sieht man, hier kann man nichts aufpippen. Also, ne, verbessern. Da unten kann man das auch nicht machen. Bei dem da kann man auch nichts machen. Die 7 Meilenstiefel gehen auch nicht. Taktischer Abenteurer, das ist die Hose. Na gut, das ist die, wie gesagt, die Grundkleidung. Die kann man nicht verbessern. Ich kann höchstens noch was basteln. Wenn du Abendsternsumhang machen wollen würdest. Halt, nein, was kostet das eigentlich? Das kostet mich Stoff, wo ich am Maximum bin. Das kostet mich Adlerfedern, die ich auch viel habe. Das kostet mich 4 von 31 Häuten. Ne? Mach das mal. Da gibt es bestimmt auch immer eine Errungenschaft für, wenn man so Zeugs herstellt. Ich habe also Abendsterns Umhang. Ob ich den anbehalte, muss ich mir noch überlegen. Und die Stiefel, da brauche ich auch ordentlich Stoff. 2 Adlerfedern und 3 Häute. Da kommen wir auch gleich noch hier. So. Errungenschaft aufgetakelt. Huhuhu. So. Gucken wir mal auf die Beine. Die Beine. Lautlos bewegen ist gut. Das, was ich jetzt habe, gewährt zusätzliche Pflanzen- und Mineralherstellungsressourcen aus jeder Quelle. Nee. Gewährt zusätzliches Fett, Schwarzpulver und Bergungsgut aus jeder Quelle. Also eher das. Oder halt lautloser bewegen. Einfach mal eher das. Also 7 Meilenstiefel. Und obenrum habe ich hier Vorteile Torso. Feinde brauchen länger, um Lara zu entdecken, ja. Oder der Effekt von Wahrnehmung, der hält länger. Benötigt die Fähigkeit Auge des Adlers. Auge des Adlers. Ja, mal kurz gucken, was war denn Auge des Adlers? Das habe ich gerade nicht mehr auf dem Schirm. Krallen des Adlers, Griff des Adlers, Schritte so ziehen. Mal der Eule. Auge des Adlers habe ich noch gar nicht. Wo ist denn die Auge? Ach hier, das ist bestimmt das hier irgendwo. Blick des Adlers ist nicht Auge. Weisheit der Eule. Ach doch, hier, Auge des Adlers. Durch Einnahme von Wahrnehmungspflanzen können sie Beute und natürliche Ressourcen in der Umgebung aufspüren. Ja, das habe ich. Und das dauert dann länger, wenn ich das Ding anhabe. Was wäre da übrigens die Steigerung davon? Erhöht die Effektivität von der Wahrnehmungspflanzen. Ermöglicht das zusätzliche Aufspüren von Feinden und Raubtieren. Und schließlich ganz am Ende, es hält länger. Also den Effekt von Auge des Adlers 3 hätte ich quasi, indem ich den Abendsternsumhang trage. Ich probiere es mal aus. Wie sieht denn das aus, Lara drehen? Sieht aus wie so ein Gockel. Ah ja. Ist okay. Was habe ich hier? Ausrüstung. Munitionshalter. Lara, du kannst dich auch wieder umdrehen. Kann ich nicht verbessern. Gewehrmunitionshalter kann ich auch nicht verbessern. Das sind die Sachen, die habe ich ja gekauft. Seil und Abseildraht. Ich glaube, das kann man alles nicht verbessern. Wollte ich im Moment sagen. Sicher bin ich mir nicht. Outfits. Ach nee, Waffen. Da kann ich verbessern. Also der Bogen des Fuchsbands ist komplett. Aber wäre es cool, wenn dann das Symbol wegginge. Den benutze ich auch im Moment. Ja, ist okay. Ach, hier sieht man dann vollständig verbessert. Jawohl. Der Puka-Hux-Bogen, der kann noch verbessert werden. Und
der hier auch. Ne, den kann ich nicht verbessern, richtig. Das ist so ein Bogen aus dieser Edition, dieser Frühbucher-Croft-Abenteuer-Irgendwas-Edition, die ich da gekauft habe. Den Bogen hat dann vermutlich nicht jeder, glaube ich. Den kann man aber auch nicht weiter aufwerten. Ich habe ihn, glaube ich, noch nie aufwerten können. Der ist halt so, wie er ist. Und dann hier der Recurve-Bogen. Der hat Updates oder Upgrades verfügbar. Was ist das hier? Hier brauche ich Hartholz und Felle oder Häute vielmehr. Und hier brauche ich Jaguar-Häute und Hartholz. Das ist mir gerade jetzt nicht so wichtig. Was sagen die Gewehre? Oder was habe ich denn hier überhaupt? Die AB45. Fuchs, Flussfalke und dann hier K&P Cup. Die ist am besten. Die kann ich aber nicht ausbauen. Ich kann nur Aufsätze drauf basteln, die ich aber noch nicht habe. Gewehre habe ich Vickers Mark II. Hier ist die Kletteraxt und da ist das provisorische Messer. Ich kann hier mal gucken. Was kann ich da machen? Gepolsterter Schaft. Da brauche ich ein paar Felle und Stoff für. Modifizierter Schlagbolzen. Oh, der geht auf Sachen, die ich schon am Anschlag habe. Das muss ich unbedingt machen. Also, modifizierter Schlagbolzen für die Vickers Mark II. Kann ich gleich noch weitermachen? Verbesserte Gasbohrung. Leitet das beim Feuern freigesetzte Treibgas in den Verschluss, um die nächste Patrone automatisch zu laden, was die Feuergeschwindigkeit erhöht. Her damit. Verbesserte Gasbohrung. Was ist hier? Laufverschalung. Eine Metallverschalung schützt den Benutzer vor dem erhitzten Lauf, was ein schnelleres Nachladen ermöglicht. Wird gemacht. Laufverschalung. Gepolsterter Schaft. Was ist das hier oben? Wettkampflauf. Der Präzisionslauf ermöglicht Schüsse ohne Beeinträchtigung der Flugbahn, was wiederum den Schaden erhöht. Mache ich Wettkampflauf. Was wäre das hier? Verchromter Lauf. Ermöglicht Schüsse ohne Reibungswiderstand für zusätzlichen Schaden. Die Chromoli, nicht Chromfall, nicht verchromt. Chromoli-Lauf. Dann hier umwickeltes Magazin. Erhöht die Nachladegeschwindigkeit. Mache ich. Klebeband-Doppelmagazin. Ob das wirklich funktioniert. Das mache ich erstmal nicht. Das hier mache ich noch gepolsterter Schaft. Komm her. Dann ging es hier weiter mit individueller Griff. Nee, das lassen wir mal so. Ein bisschen Ressourcen will ich ja noch in der Hinterhand behalten. Wer weiß, was gleich passiert. Schließen. Gut, und weg. Das zur Vorbereitung. Jetzt gehen wir mal zu Jonah. Jonah Mayawa. Ich muss durch den Schlick. Pfad der Toten. Jonah in den Ruinen treffen. Das ist meine Aufgabe. Was sind denn die Ruinen? Ist das das hier? Ja, genau. Jonah! Jonah? Wir sind unten. Warum? Macht ihr da? Unten, wir sind unten. Was ist denn das? Moment mal. Das ist doch komplett neu hier. Oder? Hey. Habt ihr schon reingesehen? Wir haben auf dich gewartet. Was wir da wohl finden? Auf dem Bild waren Prüfungen abgebildet. Ich kenne einen anderen Weg. Okay, ich gehe vor, wir treffen uns dann dort. Na super. Toll. Nächster verborgener Schatz, Prüfung des Jaguars abschließen. Oh Mann. Fähigkeitenpunkt verfügbar. Wo geht's denn jetzt hin? Geht's jetzt hier in diesen, dieses Ding? Irgendwie bin ich doch hier noch gar nicht gewesen, oder? Naja. Noch irgendwas? Spiel? Nee.
Glatzköpfe! Ich sag mir nicht, dass ein Dicker hier diese Stäbe nicht kaputt machen kann. Da soll ich eine Säge holen. Das ist alles nur Holz. Jahrhunderte alt. Also manchmal. Wenn es Metall wäre, hätte ich gesagt, naja, das kann man so schnell nicht wegmachen. Prüfung des Jaguars. Das da hinten ist das Wandgemälde, was ich schon immer kannte. Also aus dem anderen Tempel. Das ist irgendwie so quasi das Gleiche. Mach mal hier. Wahrnehmung. Es liegt nirgendwo was rum, also muss ich hier runterhüpfen. Halt. Oh. Also irgendwie mache ich keinen Kopfsprung, wenn das irgendwie mit dem Schwalbensprung gedacht ist. Ich drücke Springen und C und es passiert nichts. Da ist ein bisschen was, vielleicht ist das ja noch irgendwie... Nee, ist keine Herausforderung mehr. Das wäre zu langweilig. Es wäre zweimal die gleiche. Kann ich gar nicht nehmen. Das ist wahrscheinlich genau die gleiche. Jo. Okay, dann nochmal Luft schnappen. Wobei ich habe ja jetzt den Atem des Kaiman. Sollte also alles ein bisschen einfacher werden. Unter Wasser. Aber Obacht, Piranhas lauern überall. Vielleicht, wer weiß. Es ist erstaunlich hell hier unten in dieser Höhle. Oh nee. Oh, hier. Das unter Wasser, das ist eine Todesfalle. Das kriegt doch keiner hin. Ich weiß, Lara, ich weiß. Mach hin. Oh. Krass. So, ist hier irgendwas? Kannst du... Nee, unter Wasser kann ich keine Wahrnehmungspflanzen benutzen. Was ich eigentlich auch gut finde, weil das wäre totaler Blödsinn. Nochmal Luft schnappen. Halt. Überall hier könnte es unter Wasser über jetzt irgendein scheiß Überlebensversteck geben. Ich bin falsch. Oh, Moräne. Nicht gut. Oh, ich bin dir doch ausgewichen. Das muss ich ihn machen. Mann. Können wir bitte nochmal... Nochmal, ja, ich weiß. Lara, ich gebe mir doch schon Mühe. Das ist ja irgendwie immer das Gleiche, oder? Ruinen. Okay, hier muss ich erstmal mich ein bisschen umgucken. Alles ein bisschen dauern hier. Da habe ich noch einen Kübel. Federn, Wahrnehmungsgedöns und eine Haut. Noch irgendwas? Nee. Auf den ersten Blick nicht. Gut. Dann geht's wohl da weiter. Da, wo es hell ist. Oh, hier. Was ist das? Ach, so ein Kübel. Hartholz, Wahrnehmungspflanze und Haut. Oh. Achtung, ja. Oh. Hoch. Prüfung der Spinne. War das die erste Prüfung, die ich jetzt gerade gemacht habe hier? Unterwasserparcours? Ah, jetzt bin ich da. Moment mal. Hier ging's los. Jetzt bin ich da, in dem
Teil, das war ich auch noch gar nicht. Den kannte ich noch gar nicht. Ich kann hier ein bisschen rumlaufen. Und da, ich muss also geradeaus. Ich muss da hoch. Und überall sind irgendwelche Spitzen und Stacheln. Der nette Herr sagt nix. Jonah, ich bin jetzt in einer Art Höhle. Es gibt Anzeichen, dass hier Menschen waren. Jonah? Okay, also. Also. So. Wie es gerade aussieht, könnte es eine natürliche Höhle sein. Und hier, aus diesem Ganzen, was ich jetzt hier vor mir sehe, schließt Lara messerscharf, dass es Anzeichen dafür gibt, dass hier Menschen waren. Nein, es gibt keine Anzeichen dafür, dass hier Menschen waren. Hier waren Menschen, ganz offensichtlich. Ah, Mann! Da unten ist Gold, das ist schon mal schön. Lara, Liebes, komm hier. Komm, komm, komm. Jawoll, das ist schön. Gibt's irgendwo noch so ein blödes Versteck? Da ist noch ein Kübel. Federn, Wahrnehmungspflanzen und Haut. Hier unten scheint kein Überlebensversteck zu sein. Ah, ich hätte ganz gerne mal so eine Karte finden. Naja, also ich muss da hoch. So, wie geht das? Hier kam ich her. Hier kann ich an Land. Das ist relativ bequem. Ich komme bis hier hin. Ich weiß aufgrund der Karte, dass da oben irgendwie was ist. Wie komme ich da hoch? Da über die beiden Sachen kann man vielleicht klettern. Aber es wirkt aber auch ein bisschen. Ja, das ist bestimmt schon mal nicht verkehrt. Ich kann die Seite wechseln. Jawohl. Und jetzt. Bringt das was, die Seite zu wechseln? Ah, poröse Wand. Jawohl. Hoch. Rechts. Nee. Geh doch einfach weiter hoch. Soweit, so gut. Was ist denn hier los? Geh doch weiter. Jonah, falls du mich hörst, ich glaube, ich bin auf dem Weg, bei der Spinnenprüfung. Ich versuche nach oben zu kommen. Diese Fledermäuse. Wo kommt das Licht her? Da oben. Aha. Spinnenprüfung. Pilze? Ah, brauche ich nicht mehr. Was ist das? Das ist. Komme ich da oben hin? Da soll ich bestimmt hin. Aber ich will erstmal gern die Lage checken. Hier poltert irgendwas, irgendeine Mechanik, eine Mühle oder ein Wasserrad oder sowas. Da komme ich doch auch oben hin. Warum soll ich dann in diesen anderen kleinen Gang gehen? Macht das irgendwie Sinn? Hier entdecke ich nichts. Der kleine Gang erschien mir fast ein bisschen sicherer. Das Gegenteil wird der Fall sein, aber ich probiere es mal aus. Ah, jetzt bin ich hier oben. Verstehe. Da geht es dahin, wo ich gerade von unten geguckt habe. Hier ist ein Kübel, Hartholz und Bergungsgut. Da muss ich weiter. Ah, hier. Oh, boah. Werfen Sie mit E, während Sie springen. Okay, da muss ich hin. Dann runterlassen und drüber schwingen und dann da. Ja.
drüben landen. Halt, Moment mal. Ach, man kommt ja doch. Wenn ich jetzt umkehre, ach doch, genau, ich war ja schon richtig. Die beiden Gänge, die ich hier habe, die sehen komplett gleich aus. Das ist das Problem. Aber ich müsste hier vorne noch auf einen Absatz kommen, auf dem vielleicht noch irgendwas liegt. Ja, sieht doch fast so aus. Was ist das? Hier liegt ein Mineral. Ist das Jade? Jadeerz, tatsächlich. Aha. Ein paar vertrocknete, noch ein bisschen Jadeerz. Ja, schade drum gewesen, das nicht zu finden. Das brauche ich bestimmt für dies und das und jenes. Blöde Frage. Davon ist noch was. Ach, das sind die Pilze. Ja. Gut, dann gilt's jetzt. Ja, steh auf. Rennen, hüpfen, anseilen. So. Ich würde gerne noch ein bisschen runter. Nee, ah, ist das ja wieder raus. Komm, Schaukel. Lara. Das war die Wahrnehmung. Und jetzt. So weit, so gut. So, das ist doch etwas, was nach Falle riecht. Irgendwie. Oder? Boden sieht aber ganz stabil aus. Die Wände? Eigentlich auch. Prüfung des Adlers. Aha. Au, Backe. Hat was mit Fliegen zu tun, nehme ich an. Unglaublich. Jonah, ich bin an der nächsten Prüfung, dem Adler. Ich denke, sie hat irgendwas mit dem Wind zu tun. Mein Kurs bleibt west. Gehe jetzt nach unten. Da ist ein unterirdischer Fluss. Und das alles ist quasi in direkter Nachbarschaft zu Kuwak-Yaku und keine Sau weiß es. Das glaube ich nicht. Eieiei, schaut euch das an. Diese grünen Mäuler, sagen die mir was? Hat das mit dem Wind zu tun? Was denn mit dem Wind? Da kann ich bestimmt hoch. So. Ja, liebe Quirling, ich schau mal gerade. Es ist ja schon wieder Zeit. Ich glaube, diese Prüfung hier wird ein bisschen dauern. Deswegen mache ich hier mal ganz gerne Schluss. Und weiter mit der Prüfung des Adlers geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!